Deutschland wird ärmer. Wir verlieren gerade in Milliardengrößenordnung jeden Tag Wohlstand. Der Kanzler versucht, das Land mit einem Versprechen zu beruhigen. You'll never walk alone. Und das ist auch das, was wir tun. Die Krise ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Woher bekommen wir Energie? Wie viel ist unser Geld noch wert? Wo sind die Fachkräfte? Wie rüsten wir Deutschland für die Zukunft? Man muss sich klar machen, dass wir in einer hochangespannten Phase der deutschen Geschichte agieren und leben. Dass wir in Teilen auch für die Nachlässigkeit, die Vergesslichkeit, die Gleichgültigkeit der Vergangenheit jetzt einen Preis bezahlen. Waren die vergangenen Jahrzehnte nur auf Sand gebaut? In gewisser Weise war das von heute aus gesehen eine paradiesische Zeit und ist vorbei. Und jetzt taucht die Frage auf, was kommt denn jetzt? Wer zahlt eigentlich für die Kosten dieser Krise? Die Herausforderung gerade ist eher, dass wir uns gar nicht vorstellen könnten, dass unser Wohlstand mal zur Disposition steht und dass wir uns echt anstrengen müssen. Deutschland im Herbst 2022. Das ist ein verunsichertes Land. Definitiv jetzt gerade eine Zeit, wo wir auch vor allen Dingen junge Leute wenig Optionen haben. Also ich kann mir jetzt kein Haus kaufen oder kann für mein Kind groß vorsorgen. Ich würde schon behaupten, dass die Mittelschicht nicht unbedingt reicher wird. Ich bin nun eine Generation, die schon Knappheit kennt. Da war ich zwar klein, aber ich kann mich gut erinnern. Das wollen wir eigentlich nicht noch mal haben. Es ist das Versprechen von Wohlstand und Wachstum, auf dem unsere Nachkriegsdemokratie aufgebaut ist. Das System der Marktwirtschaft, mit dem wir in unserem Vaterlande aus dem Chaos heraus den wirtschaftlichen und sozialen Wiederaufbau begannen, wird uns auch in Zukunft Erfolge bringen. Was jetzt ganz, ganz neu ist, ist, dass es eben nicht wie nach 45 darum geht, es wird uns immer besser gehen, die Zeit läuft für uns. Was wir jetzt haben ist, wir werden Verluste erleiden, wir sind auf einem ganz, ganz hohen Niveau, von dem wir irgendwie runterkommen werden. Der drohende Wohlstandsverlust macht den Menschen in Deutschland Angst. Für diesen Film wurden über 1000 Bundesbürger befragt. Die Ergebnisse sind repräsentativ. 43% rechnen mit einer Verschlechterung ihrer wirtschaftlichen Lage. Die Stimmung zwingt auch die Regierung zum Handeln. Die Ampelkoalition wollte das Land erneuern. Jetzt schüttet sie vor allem Geld auf die größten Probleme. 200 Milliarden, das ist eine imposante Summe. Eine Vision für Deutschland ist es nicht. Man kann sagen, das ist hier ein Doppelwumms. Man könnte fast sagen, dass das eine Art Befriedungspolitik gewesen ist. Es sind diese drei, die Deutschland durch die Krise führen. Der grüne Vizekanzler, der das Land klimaneutraler machen wollte. Der Finanzminister von der FDP, der das Land moderner machen wollte. Und der sozialdemokratische Kanzler, der das Land gerechter machen wollte. Jeder hat eine andere Botschaft. Ich bin fest davon überzeugt, dass unser Land Zuversicht braucht. Dieses Land wird Zumutungen tragen müssen. Die Zeit des Verteilens des einmal erwirtschafteten Wohlstands ist beendet. Getrieben wird die Regierung auch von ihm, Friedrich Merz, Oppositionsführer, Chef der CDU, dessen Partei den Grund der Krise mitzuverantworten hat. Die Abhängigkeit von Putins Gas, das nicht mehr fließt. Wir sind am Anfang einer Rezession. Und wie die über den Winter verläuft, zusammen mit der Energieverknappung, mit der prekären Lage vieler privater Haushalte, mit der Existenznot des Mittelstandes. Also das hat schon Zutaten für einen ziemlichen Sturm. Ein Sturm, der sich für die Menschen in Deutschland bislang vor allem an steigenden Preisen festmacht. Die
Preise sind alle höher gegangen und ich kann das mir nicht mehr leisten. Ich mache mir sehr viel Gedanken ums Finanzielle. Einfach, wie komme ich über die Runden, wo kann ich was einsparen. Die stecken sich die Taschen so voll mit Kohle und unser einer muss am Hungertuch nagen. Oder ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Aber jetzt mit der Inflation, ne, wenn das wirklich kommt, dann ist das Geld fort. Und Leute, die keine Rücklagen haben, was machen die dann? Also ich finde das schon krass. Laut dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung haben 40% der Deutschen keine Rücklagen. Sie werden besonders hart getroffen von der Inflation. Seit Putins Angriff auf die Ukraine steigen die Preise so stark wie seit den 50er Jahren nicht mehr. Die Inflation liegt jetzt bei über 10%. In unserer repräsentativen Umfrage berichten 41% der Menschen, dass sie sich deshalb bereits stark oder sehr stark einschränken. Inflation ist das größte Gift. Inflation zerstört das, was Menschen sich über Jahrzehnte erspart und aufgebaut haben. Inflation zerstört die Anreize, auch zu investieren, weil man keine Sicherheit hat. Das bedeutet einfach, dass nun der Wohlstandsverlust ganz, ganz deutlich wird an den Ladenkassen. Berlin-Neukölln. Camilla Weiß ist auf dem Weg zum Supermarkt. Die gebürtige Polin arbeitet als Reinigungskraft im Krankenhaus. Miete teuer, Strom teuer, Gas teuer, Lebensmittel teuer. Ich sehe einfach mein Geld nicht mehr. Ich arbeite ganzen Monat durch und trotzdem mein Geld einfach reicht nicht für normales Leben. Die Alleinerziehende verdient im Monat 1.600 Euro netto. Dazu kommt Kindergeld für die Tochter. Ein Paket früher hat gekostet, weiß ich nicht, 2,19 Euro, 2,20 Euro, 1,99 Euro. Jetzt kostet schon 3,49 Euro. Ja. Ganz ehrlich, ich gehe von Angebot bis zum Angebot, weil sonst kann ich noch mich das leisten. Der subjektive Eindruck von Camilla Weiß trügt nicht. Viele Lebensmittel sind teurer geworden. Butter kostete im Oktober 55% mehr als im Vorjahr. Gemüse 23%, Fleisch 19, Brot ebenfalls 19 und auch Bier war 10% teurer. Die Angst vor Armut treibt Menschen auf die Straße, wie bei dieser Gewerkschaftsdemo in Berlin. Hier ist viel Wut auf die da oben. Gestern haben sie beschlossen, 200 Milliarden wollen sie uns irgendwie zur Verfügung stellen. Wann sollen denn die 200 Milliarden ankommen? Und bei wem denn, bitte schön? Wieder bei den großen Konzernen oder mal ganz unten hier für euch? Der Winter steht vor der Tür. Ich brauche keine Winterreifen im Sommer. Ich brauche das Geld jetzt. Und das für alle, für Jung, für Mittelalt und für die Rentner. Für alle muss es umverteilt werden. In unserer Umfrage sagen 74% der Deutschen, dass jetzt vor allem Vermögende die Hilfen bezahlen sollen. Eine Art von ganz grundsätzlichem gesellschaftlichen Vertrag bröckelt. Wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie sich ein Grundbedürfnis wie Heizen mit ihrem Erwirtschafteten nicht mehr leisten können, dann kann eine Situation entstehen, in der ein Grundvertrauen in die Gesellschaft und die Wirtschaft anfängt, brüchig zu werden. Und ich glaube, wir sind an so einem Punkt. Hannover, Anfang Oktober 2022. Einen Tag vor der Landtagswahl in Niedersachsen. Der Kanzler ist da und versucht, den Zusammenhalt zu beschwören. Wir werden alles dafür tun, dass die Preise wieder runtergehen mit Strompreisbremsen und Gaspreisbremsen. Wir werden die ganze Kraft unseres Staates zusammenführen und wir werden Solidarität miteinander ausüben. Mehr Verteilungsgerechtigkeit. Das ist eine sozialdemokratische Idee, die Olaf Scholz in seiner Koalition offenbar nicht durchsetzen kann. Die SPD hat ein Wahlprogramm, das mir sehr gefallen hat, vor der Bundestagswahl geschrieben, in dem wir genau sagen, dass wir finden, dass diejenigen, die sehr, sehr hohe Einkommen haben, die ein paar hunderttausend Euro verdienen, sehr wohl auch einen größeren Beitrag zur Finanzierung des Gemeinwesens leisten können. Wir haben vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, hinbekommen. An dieser Frage hat die Koalition sich entschieden, dass sie das nicht gemeinsam verfolgt. Er ist in dieser Koalition der, der Umverteilung nicht will. Auch Christian Lindner macht in Niedersachsen Wahlkampf.
meine Sorge ist nicht die ganz besonders Bedürftigen, weil die werden vom Staat versorgt. Meine Sorge ist die arbeitende Mitte, die Menschen, die selbst ihre Gasrechnung zahlen, die 40.000, 50.000 Euro verdienen, weil sie hart arbeiten, die das Gefühl haben könnten, eine Regierung tut nichts für sie. Lindner sieht sich gern als strenger Vermögensverwalter der Deutschen. 200 Milliarden Euro, die werden von Ihnen zurückgezahlt werden müssen. Lindners Dilemma: Der liberale Finanzminister will eigentlich, dass der Staat keine neuen Schulden macht und musste doch in kurzer Amtszeit schon Milliardenkredite auf den Weg bringen. In Wahrheit ist natürlich der Schuldenberg in diesem Jahr 2022 gewachsen wie nie zuvor. Wenn ich nur mal addiere, Klimafonds 60 Milliarden, Bundeswehr 100 Milliarden, Sondervermögen jetzt für Gas- und Strompreisdeckel nochmal 200 Milliarden, dann sind wir alleine dabei schon bei 360 Milliarden Euro zusätzlicher Schulden. 3. Oktober 2022. In Luxemburg treffen sich die Finanzminister der Euro-Staaten. Christian Lindner muss auch hier den Doppelwumms erklären. Vom deutschen Alleingang ist die Rede. Von einem Wettlauf, den Deutschland in Europa anzettelt. Wer tut am meisten für die eigenen Bürger? Gemessen an der Größe und der Proportion unserer Volkswirtschaft und unserer Abhängigkeit ist das eine angemessene Größenordnung für die Jahre 22 bis 24. Die Vorhaltung, wir würden gewissermaßen zu viel machen und den Wettbewerb verzerren, die sind jedenfalls nicht begründet in Zahlen. Also aus europäischer Sicht ist es so, Deutschland ist ursächlich für die Krise verantwortlich. Deutschland hat sich nicht ausreichend beteiligt bei den Preisdämpfungsmechanismen und jetzt kauft es sich wieder raus aus der Krise mit Geld, das wir anderen Ländern nicht haben. Eine neue Finanzkrise verhindern, das ist jetzt das Ziel. Doch die Macht der Politik über die globalen Geldmärkte ist beschränkt. Ganz oben im Hochhaus der Europäischen Zentralbank in Frankfurt findet alle 6 Wochen eine Sitzung statt, die über das Auf und Ab der Finanzmärkte entscheidet. Und letztlich darüber, wie viel unser Geld noch wert ist. Es ist ein Ritual. Auf die Minute genau um 14.45 Uhr gibt Präsidentin Christine Lagarde bekannt, ob die Leitzinsen verändert werden. An diesem Tag, Ende Oktober 2022, verkündet sie eine Erhöhung um 0,75%. Wir tun, was getan werden muss. Als Zentralbank konzentrieren wir uns auf unser Mandat, Preisstabilität. Dazu müssen wir alle uns zur Verfügung stehenden Werkzeuge so sinnvoll und effizient wie möglich einsetzen. Das machen wir heute mit dieser Zinserhöhung. Das Ziel der EZB, die Inflation von 10 auf 2% zu drücken. Wenn wir die Zinsen erhöhen, dann verschlechtern sich die Finanzierungsbedingungen. Das heißt, Kredite werden teurer. Das hat einen dämpfenden Einfluss auf die Nachfrage. Und deshalb hat das dann eine dämpfende Auswirkung auf die Inflation. Allerdings dauert das, bis sich das Ganze in der Wirtschaft dann tatsächlich durchsetzt. Privatleute spüren die Auswirkungen schon jetzt. Lagen die Zinsen für einen Hauskredit im Februar noch bei etwas über 1%, sind es jetzt schon fast 4%. Die Sparzinsen dagegen haben Banken bisher nur unwesentlich erhöht und verdienen so gutes Geld. Unterwegs in Brandenburg, westlich von Berlin, fährt Makler Marius Tummelei zu einer seiner Immobilien. Die Interessentenanzahl hat sich zum größten Teil halbiert. Leute, die sich vorher noch vor einem halben Jahr Immobilien von 700.000, 800.000 Euro leisten konnten, die rutschen einfach aufgrund der Zinserhöhung, der steigenden Lebenserhaltungskosten in eine andere Sparte. Und das ist natürlich für viele ein K.O.-Kriterium mittlerweile sogar. Ja, einige Leute müssen wirklich Abstand vom Traum der eigenen Immobilie Abstand nehmen. In Breselang bei Falkensee verkauft der Makler ein Haus aus den 1990ern. Eigentlich hatte er schon Käufer gefunden, Familie Ögel aus Berlin. Doch durch die steigenden Zinsen wird der Hauskredit immer teurer. Das ist absolut ein blödes Gefühl. Also ich meine, es ist schon länger auf jeden Fall ein Traum. Und wir sind beide
jemand, der sehr fleißig ist, viel arbeiten gehen und das ist absolut einfach, hat keine Relation. Ist nicht schön. Die Rezeptionistin und der Maler verdienen monatlich über 4.500 Euro netto und gehören damit zur Mittelschicht. Doch der Traum vom Eigenheim rückt für Menschen wie sie gerade in weite Ferne. Wir haben uns ein Limit von 1.500 bis 2.000 Euro war schon wirklich dann die Schmerzgrenze gewesen, weil wie gesagt, leben wollen wir ja auch noch ein bisschen. Ja. Einmal im Jahr im Urlaub muss sein. Ne? 2.800, 3.000 würden Sie hier jetzt für dieses Haus bezahlen. Ja. Ja, vor einem Jahr lagen Sie hier bei dem Haus vielleicht noch bei 1.500 Euro Rate. 1.500 bis 1.800, also hat sich verdoppelt, kann man praktisch sagen. Tja, so ist das. Der Haustraum. Für die Ögels ist er vorerst geplatzt. Wir halten jetzt erstmal die Beine still, ja. Weil ändern können wir es so oder so nicht jetzt. Von daher, abgefunden haben wir uns damit noch nicht. Also ich meine, wir sind noch im Alter, wo wir das vielleicht stemmen können. Aber irgendwann ist der Zug dann auch abgefahren, ja. Ne? Und dann müssen wir dann halt vernünftig sein und sagen, es geht nicht und dann geht's halt nicht. Ne? In jeder dieser Situationen gibt es Gewinner und Verlierer. Wir haben beispielsweise gesehen, dass die Kosten zu einem hohen Anteil von den Arbeitnehmern getragen werden, während wir sehen, dass in einer ganzen Reihe von Unternehmen die Gewinne spürbar angestiegen sind, weil die Unternehmen letztlich die Zeit genutzt haben, ihre Preise zu erhöhen und zum Teil eben stärker als ihre Kosten gestiegen sind. Laut einer Studie des IFO-Instituts haben einige Branchen ihre Verkaufspreise deutlich mehr erhöht, als ihre Kosten gestiegen sind. Landwirte machen so bis zu 60% Übergewinn. Beim Baugewerbe sind es 20% und in Handel und Gastronomie 9%. Und auch Energiepreise kennen aktuell nur eine Richtung: nach oben. Das macht, glaube ich, jeder, ne? Dass man sich Sorgen macht. Man muss eben ein bisschen aufpassen mit Heizen auch und so. Ne? Wir sitzen bei 17 Grad zu Hause und es ist kalt. Als Mieter frierst du. Wir haben schon Krieg erlebt. Also wir wissen, was es, was es bedeutet. Ich hätte mir von unseren Politikern gewünscht, dass sie sich so aufstellen, dass sie unabhängig werden. Oder nicht so abhängig von anderen und fremden Ländern und auch nicht von einem Herrn Putin. Jahrzehntelang war günstige Energie wie Doping für die deutsche Wirtschaft. Besonders das Pipeline-Gas aus Russland. Seit Kriegsbeginn in der Ukraine ist klar, dass unsere Energieversorgung sicher ist. Das war eine Illusion. Seit Februar steigen die Energiepreise in Deutschland wie nie zuvor. Vor allem der Gasmarkt schien zeitweise völlig außer Kontrolle. Auch Heizöl kostet inzwischen fast das Doppelte. Geld, das viele nicht haben. In unserer Umfrage geben 63% der Befragten an, dass sie deshalb stark oder sehr stark Energie einsparen wollen. Es war schon bei Kriegsbeginn klar, dass die Sanktionen eine Wirkung auch auf die deutsche Wirtschaft haben würden. Viel stärker für Russland und für Putin. Und dass die höheren Energiepreise natürlich auch auf die Wirtschaft und auf das Einkommen der Menschen drücken würden. Ja, aktuell ist meine größte Sorge, dass wir mit diesem massiven Preisanstieg, den wir gerade beim Gas erleben, auch relativ viel von der Wirtschaftssubstanz zerstören. Für manche Firmen sind die steigenden Energiepreise eine existenzielle Bedrohung. In Ennepetal, am Rand des Ruhrgebiets, produziert die Firma BIW Dichtungen, Kabelschutzsysteme und Schläuche aus Silikon. Dafür braucht der europäische Marktführer viel Strom und Gas. 600 Menschen arbeiten in dem Familienbetrieb, Jens Trust schon seit 32 Jahren und muss sich jetzt um seinen Job sorgen. Wenn wir die wirtschaftliche Entwicklung wirklich so haben, wie wir das sehen, also dass wir in eine Rezession gehen, werden wir da 2 oder 3 Jahre mit zu tun haben, mit den Entscheidungen, die heute getroffen werden. Und wir müssen gucken, wie können wir es sicherstellen, dass unsere Versorgung, Energie, Strom, Gas auch wirklich da ist, um halt nicht ein Sterben der ganzen kleinen und mittelständischen Unternehmen zu haben. BIW hat auch Niederlassungen in China und in Polen. In Deutschland waren die Energiekosten schon immer höher. Durch Innovation und Flexibilität konnte der Nachteil wettgemacht werden.
Nun soll die Firma von Ralf Stoffels mindestens 20% Gas sparen. Wir als Mittelständler, wir sind von unseren Kunden abhängig. Ich kann nicht sagen, ich fertige jetzt nur 80%, weil ich sparen möchte, sondern ich muss das liefern, was meine Kunden mir vorgeben. Dafür sind die Verträge einfach zu hart, gerade Richtung Automobilindustrie. Das heißt, ich kann nur in Prozessen sparen und das hat Grenzen. Das Gespenst der Deindustrialisierung geht um. Die Gefahr steht im Raum, dass wir Wettbewerbsfähigkeit verlieren und dann nicht mehr in Deutschland investiert wird, sondern dass Betriebe und damit die Arbeitsplätze ins Ausland gehen. Darauf müssen wir uns jetzt einrichten. Berlin, Mitte Oktober 2022. Der Wirtschaftsminister ist zu Gast bei einer Konferenz von Deutschlands Maschinenbauern. Eine energieintensive Branche mit fast 1 Million Beschäftigten. Von Habeck fordern sie heute, dass auch die Strompreise gedeckelt werden. Im Kampf gegen die Folgen des Energiekriegs mit Putin kommt der Wirtschaftsminister kaum hinterher. Wir sind in einer wirtschaftskriegerischen Auseinandersetzung, das kann man gar nicht wegreden. Aber wir haben auch Mittel, uns zu schützen und zu wehren. Das haben wir bisher an verschiedenen Stellen, volle Speicher, neue Infrastruktur, okay gemacht. Manches war nicht okay gemacht. Habecks Gasumlage ist gescheitert. Sein Ministerium arbeitet nun an einer Strompreisbremse. Normalerweise würde man sich dafür 2 oder 3 Jahre Zeit nehmen, sowas vorzubereiten, zu diskutieren, in Expertenrunden gegen das Licht zu halten, weil eben so viele Fehler passieren können oder Auswirkungen passieren können, die man gar nicht intendiert hat. Die Zeit haben wir nicht. Wir müssen es in diesem Jahr machen. Auch wenn man eigentlich denkt, eigentlich müssten wir noch mal eine Testphase durchlaufen. Aber die Testphase ist die Wirklichkeit im Moment. Die Angst der Industrie vor einem Blackout ist allgegenwärtig. Weil jede Kilowattstunde zählt, streitet die Regierung monatelang über Deutschlands letzte Atommeiler. Ich bin der Überzeugung, wir brauchen alle Kernkraftwerke, auch bis 2024. Die fossilen Energien und die Atomkraft, sie haben uns diese Energienot beschert. Sie sind nicht die Lösung, sie sind das Problem. Schließlich beendet der Kanzler den Streit mit einem Machtwort. Finanzminister, Wirtschaftsminister und Umweltministerin müssen sich fügen. Ich wusste genau, wann es spätestens nötig ist, die Entscheidung zu treffen. Und nachdem es etwas mühselig war, eine Verständigung herbeizuführen, habe ich die Möglichkeiten, die das Grundgesetz mir dazu gibt, genutzt. 3 Atomkraftwerke laufen weiter bis April 2023. Es hat sehr lange gedauert, das eigentlich physikalisch Notwendige zu erreichen, dass in diesem Krisenwinter, in Zeiten eines Energiekriegs, alle Kapazitäten an Kohlestrom und auch alle Kapazitäten an Kernenergie am Netz bleiben. Das ist eigentlich ein No-Brainer. Die ganz überwiegende Mehrheit der Bevölkerung will das. Jetzt haben wir eine Entscheidung. Und endlich haben wir eine Entscheidung. Habe ich ja darauf hingewiesen, die Entscheidungslosigkeit war das große Problem. So, können wir los? Es ist der Tag nach dem sogenannten Kanzlerbuster im AKW-Streit. Der Oppositionsführer schaltet auf Angriff. Das ist schon eine außergewöhnliche Lage. Ein Bundeskanzler, der so explizit die Richtlinienkompetenz in Anspruch nehmen muss, um einen Streit in der Koalition zu lösen, zieht sozusagen die vorletzte Möglichkeit aus dem Köcher. Die letzte Möglichkeit ist die Vertrauensfrage. Auf dem Weg zur Fraktionssitzung trifft er die grüne Umweltministerin Steffi Lemke zufällig im Aufzug. Kommen Sie rein, mit uns geht's aufwärts, Frau Lemke. Ja, deshalb haben Sie jetzt mich dabei. Ja, absolut. Ne? Das auch schaffen. Das macht den Aufzug etwas schwerer. Leichtgängiger wollten Sie sagen, bin ich mir ganz sicher. Außerdem ist der Fraktionsebene noch nicht das Höchste, ne? Nein, also auf die Kuppel gehen wir noch. So, dann fröhliches Regieren. Ja, fröhliches Politisieren. Der Bundeskanzler macht ihn ja leicht, nimmt ihn die Entscheidungen. Das kommentiere ich jetzt nicht. Schönen Tag. So, okay, raus.
Konstruktiv wollte Friedrich Merz die Krise am Anfang begleiten, Entscheidungen mittragen. Jetzt sucht der Oppositionsführer nach einer neuen Rolle. Ist Mahner, Treiber, Provokateur. Der Winter fängt an und die Menschen draußen im Lande wissen nicht, welche Hilfe sie bekommen. Und das, finde ich, ist eigentlich beschämend, auch für die ganze Politik in Deutschland. Keine gute Lösung. Regierung, das sind jetzt die anderen. Und war doch 16 Jahre lang die CDU unter Angela Merkel. Es ist die Suche nach dem Sündenbock. Wer trägt die Verantwortung für Deutschlands Energiekrise? Aus der Rückschau ist man immer klüger. Und wenn wir alle gewusst hätten, was 2022 geschieht, dann hätten wir spätestens 2014 begonnen, unsere Abhängigkeit von russischem Gas zu reduzieren. Aber ich bin nicht bereit, dafür die alleinige Verantwortung bei der Union zu suchen. Das ist eine gemeinsame Fehleinschätzung, eine gemeinsame Abhängigkeit, verantwortete Abhängigkeit von russischem Gas geworden. Die Folgen trägt Deutschland heute tatsächlich mehrheitlich gemeinsam. 71% antworten in unserer repräsentativen Umfrage, sie seien bereit, die hohen Energiepreise zu zahlen, um die angegriffene Ukraine weiter zu unterstützen. Der Kanzler reist im Herbst 2022 eilig durch die Republik. Auf Zumutungen will er das Land nicht vorbereiten. Olaf Scholz setzt auf ein Weiter-so. Wirtschaft, Wachstum, Wohlstand. Ich bekenne mich. Ich werde alles dafür tun, dass unsere Volkswirtschaft weiter wächst. Ich halte Wirtschaftswachstum für unverzichtbar, um unseren Wohlstand zu sichern. Es kann sein, dass Gesellschaften innerhalb von 20 Jahren ihre Position im Wettbewerb der Gesellschaften verlieren. Das kann passieren, das kann ganz schnell passieren. Und ich glaube, da duckt sich unser Bundeskanzler zu sehr weg. Ich glaube, ein bisschen er glaubt, dass er alles in der Hand hat, aber da irrt er sich. Das Land für die Zukunft umbauen, das ist die große Aufgabe unserer Zeit. Doch wer soll das in Deutschland eigentlich machen? Das Handwerk wieder fördern. Das Handwerk ist nichts Schlechtes. Ja? Und es muss auch nicht jeder studieren. Wie kann ich Auszubildende anlocken, um die Ausbildung zu starten? Was kann ich attraktiv machen? Was kann ich denen mit anbieten? Ja, es gibt eigentlich wenige, die noch was machen wollen. Die sagen dann immer, das ist zu wenig Geld, was ja auch manchmal auch stimmt. Das ist unglaublich. Also, ja, es ist unerhört, was ich da... Haben wir nicht vorgeplant? Haben wir es nicht gesehen? Deutsches Handwerk und deutsche Ingenieurskunst, sie waren der Stolz einer ganzen Nation. Eine Garantie für unseren Wohlstand. Menschen, die tüfteln, anpacken, Innovationen vorantreiben, andere pflegen. Doch inzwischen fehlen sie fast überall. Laut Bundesagentur für Arbeit hat sich die Zahl der offenen Stellen in Deutschland seit 2012 mehr als verdoppelt. Nach der Corona-Delle fehlen inzwischen fast 2 Millionen Arbeitskräfte. Und das ist erst der Anfang. Inzwischen ist es nicht mehr nur noch ein Fachkräfteproblem. An allen Ecken und Enden des Arbeitsmarktes fehlen Arbeitskräfte. Aufgrund der demografischen Entwicklung werden wir ein anderes Verhältnis, ein immer schlechteres Verhältnis der arbeitenden Bevölkerung zu den Rentnerinnen und Rentnern haben, einfach weil die geburtenstarken Jahrgänge jetzt alle langsam in den Ruhestand gehen. Und deswegen müssen wir uns mit dem Phänomen auch massiv auseinandersetzen. Grafenau in Niederbayern. Handwerker wie Robert Soppert sind es, die die Energiewende im Land umsetzen. Soppert baut Wärmepumpen ein. Auf dem Dach dieses Einfamilienhauses liefert eine Photovoltaikanlage den Strom dafür. Ah, hallo Gerhard, grüß dich. So, schauen wir zu deiner Anlage. Komm rein, gehen wir gleich rüber. Ja, wunderbar. Sehr schön grün. Sehr schön grün. Grün hast viel Autarkie. Wir sehen, wir haben 99% der Energie im Haus, erzeugen wir selber. Die Gasheizung war mittlerweile 26 Jahre alt. Es gab keine andere Alternative, in meinen Augen, in der heutigen Zeit, als zu versuchen, möglichst autark zu werden.
Die Bundesregierung will das Tempo bei der Installation von Wärmepumpen verdreifachen. Doch es gibt nicht genügend Handwerker, die sie einbauen können. Der Betrieb muss seine eigenen Mitarbeiter schulen und ausbilden. Das ist überhaupt nicht mehr anders möglich. Wichtig ist für uns, dass dies in die Breite drängen wird, dass das unendlich interessant ist und dass der Handwerker viele, viele Möglichkeiten hat und nicht mehr nur den akademischen Grad einschlägt. Während kleine Betriebe aufgeben, versucht Robert Sopper zu expandieren. Hat 60 Angestellte, gibt jeden zweiten Freitag frei. Doch auch er hat statt der erhofften 6 Azubis dieses Jahr nur 2 gefunden. Ich glaube, wir werden Zeiten erleben, da fällt eine Anlage aus und der Kunde bekommt keinen Handwerker. Wenn es so weitergeht, werden in 25 Jahren zusätzlich 10 Millionen Arbeitskräfte fehlen. Selbst wenn wir später in Rente gehen und die Erwerbsquote bei Frauen steigt, wären es immer noch 8 Millionen. Rechnerisch gibt es nur eine Lösung. Jährlich 400.000 Zuwanderer aus dem Ausland. Tatsache aber ist, es kommen zu wenige Arbeitskräfte nach Deutschland. Als Ursachen haben Studien mangelnde Chancengleichheit und Diskriminierung ausgemacht. Leisten kann sich unser Land das eigentlich nicht. Mein Gefühl ist, dass die Angst vor Zuwanderung immer noch groß ist und dass sie eigentlich derzeit aus einer wirtschaftlichen Perspektive nicht so ganz berechtigt ist. Wir sollten nicht kleinreden, die Probleme, die durch Zuwanderung kommen, aber wir sollten eben sehr, sehr stark sehen, wie wichtig das ist und das eben auch durchaus politisch kommunizieren und eben, dass es für unseren Arbeitsmarkt ganz unverzichtbar ist. Laut unserer Umfrage sehen 63% der Deutschen das inzwischen genauso und sind für mehr Zuwanderung von Arbeitskräften. Robert Soppert sucht in Ungarn nach neuen Mitarbeitern für seine Firma. Auf neue Wärmepumpen und Solardächer müssen seine Kunden derzeit lange warten. Wir würden frühestens nächstes Jahr im Februar, März einen vor Ort einen Besuchstermin haben. Vorher sind wir nicht mehr frei. Und dann wird es für die Umsetzung sicher noch ein paar Monate dauern, bis dass man an die Reihe kommt wegen der Vorlaufzeit. Wir haben sicher alleine jetzt für dieses Jahr weit als eine Verdopplung im Markt. Das wir aber mit gleicher Mannschaft stemmen. Mit gleicher Mannschaft. Damit wird der notwendige Umbau unserer Gesellschaft nicht zu schaffen sein. An einem Samstag im Oktober 2022 ist der Kanzler nach München gekommen, um sich über Zukunftsjobs im Handwerk zu informieren. Auch hier ist der Fachkräftemangel sofort Thema. Und haben Sie schon genug Leute, die das alles können? Jein. Nein, die Leute können es und, ja. Und die sind auch hoch motiviert. Wir bräuchten nur mehr. Ja, gut. Aber ich glaube, wir müssen zur nächsten Station. Ohne moderne Heiztechnik, von Spezialisten installiert, wird es mit der Energiewende nicht klappen. Wir brauchen viel mehr, die das tun. Gerade in den Berufen, die jetzt wichtig sind für unsere Energiewende. Wenn wir Solarpaneele auf Dächern installieren wollen, muss irgendjemand aufs Dach und die fachliche Kompetenz haben, das gut und richtig zu machen. Und darüber hinaus werden wir neben den fähigen Absolventen unserer Universitäten und Hochschulen auch Frauen und Männer aus der ganzen Welt überzeugen müssen, dass sie ihr Talent bei uns entfalten und zu unserem Wohlstand beitragen. Dürfen wir Ihnen einen kleinen Glücksbringer überreichen? Ihre Vorgängerin hatte den auch auf dem Schreibtisch stehen. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Herausforderungen. Ja, dann kommt er hin. Ja. Ist ein Unikat, gibt es nicht so oft. Also haben wir ihn. Herzlichen Dank, dass Sie auch Zeit nehmen. Ja, schönen Dank. Glücksbringer sind keine Strategie. Die aber braucht ein Land, in dem gerade eine Illusion nach der anderen platzt. Was das Land auch braucht, eine Infrastruktur, die funktioniert. Deutschland spart sich manchmal kaputt. Ich kann nicht von A nach B einfach irgendwo einsteigen und hinfahren. Also ich bin auch aufs Auto angewiesen. Ja, wenn ich mit dem Bus auf die Arbeit fahren könnte, würde ich es tun. Tut mir leid, die Bahn ist für mich keine Alternative. Der Zug ist abgefahren. Eigentlich ist es ganz einfach.
Ein zukunftsfähiges Land braucht Stromtrassen, schnelle Datenleitungen und ein gutes Verkehrssystem für Menschen und Waren. Das Besondere an Infrastruktur, wir nehmen sie erst wahr, wenn sie mal wieder nicht funktioniert. Die Verödung der Infrastruktur ist wirklich ein Problem. Das ist auch ganz interessant. Die öffentlichen Verwaltungen sind gar nicht mehr darauf eingestellt, dass man Infrastruktur neu errichten muss. Wir sehen das, dass sehr viel Geld da ist, was nicht verausgabt wird. Man steht davor und denkt, wie kann das sein? Die Konsequenz, die Deutsche Bahn wird nicht besser, sondern immer unpünktlicher. Seit Jahren kommt etwa jeder fünfte Zug zu spät. Im August 2022 waren nur noch 56,8% der Fernzüge pünktlich. Auf den maroden Autobahnen geht es nicht schneller. Die Staulänge pro Jahr hat sich zwischen 2002 und 2019 fast verfünffacht. Selbst in den Corona-Jahren gab es immer noch mehr als doppelt so viele Staus wie 2002. In unserer Umfrage waren 68% der Meinung, dass zu wenig in Infrastruktur investiert wird. So ist zum Beispiel der Zustand jeder neunten deutschen Autobahnbrücke schlecht. Mit bitteren Folgen, wie hier in Lüdenscheid. Über die Rahme der Brücke fährt seit Dezember niemand mehr. Ich bekam einen Handyanruf von der Direktorin der Autobahn Westfalen, die sich dann vorstellte und sagte, wir haben die Brücke untersucht und wir haben erhebliche Mängel festgestellt und ich beabsichtige, die Brücke innerhalb der nächsten halben Stunde voll zu sperren. So, und dann sitzen sie erstmal hier und sind auch überfordert, weil das kommt wie eine Naturkatastrophe über sie. 65.000 Fahrzeuge fuhren bis dahin durchschnittlich jeden Tag über die Brücke. Die Umleitung führt mitten durch die Stadt. Allein 6.500 Lkw täglich machen seitdem das Leben zum Albtraum. Sogar der Verkehrsminister aus Berlin ist schon ins Verkehrskatastrophengebiet geeilt, um die Gemüter zu beruhigen. Doch der permanente Verkehrskollaps lässt sich nicht wegreden. Wenn ich jetzt mal eben kurz irgendwo hin möchte, die Kinder wollen vielleicht mal einen Sportverein, das geht gar nicht mehr. Ich kann nicht 4 Stunden meiner Lebenszeit am Tag für diese scheiß Umleitung aufbauen. Wenn wir jetzt irgendwelche Termine haben, dann überlegt man mittlerweile ganz gezielt, was könnte man auf dieser Strecke noch erledigen, weil morgen oder übermorgen möchte ich das nicht noch mal fahren. Anfang der 1970er war es Willy Brandt, der die Sauerlandlinie feierlich dem Verkehr übergab. Die A45, sie war ein Zukunftsversprechen, eine Schlagader des wirtschaftlichen Aufschwungs für eine ganze Region. Nur 53 statt der geplanten 100 Jahre hat die Rahme der Brücke gehalten. Dass sie renovierungsbedürftig war, das war bekannt. Ein Neubau wurde sogar schon geplant, doch dann wieder verschoben. Das bringt jetzt hunderte Betriebe in schwere Not. Auch das Märkische Federwerk, das ein paar hundert Meter von der Brücke entfernt liegt. Wir machen Risikobewertungen und Notfallpläne für alle Dinge, Hochwasser, Feuer, Ausfall von Lieferanten, Ausfall von Materialien. Aber dass eine Straße uns so dermaßen zum Erliegen bringen könnte, das hat sich, glaube ich, nie einer denken können. Federn, die heute hier gefertigt werden, brauchen andere Unternehmen teilweise schon am nächsten Tag. Deshalb muss pünktlich geliefert werden. Jetzt droht, was eigentlich alle verhindern wollten. Für besonders zeitkritische Produkte ist das Lüdenscheider Werk zu unsicher. Wir werden hier Artikel rausverlagern an unseren Hauptstandort nach Anrüchte und Erwitte, an unsere Schwester-Company in Polen, einfach um den Nachteilen, die wir hier im Moment sehen und die wir absehbar für die nächsten Jahre sehen, irgendwie entgegentreten zu können. Der wirtschaftliche Schaden durch die aufgeschobene Brückensanierung ist noch gar nicht absehbar. Sicher ist, das Sparen in der Vergangenheit wird jetzt unfassbar teuer. Wir befinden uns jetzt natürlich in einer viel, viel schwierigeren Lage, um diese verpassten Verbesserungsmaßnahmen und Ausbaumaßnahmen im Bereich Infrastruktur aufzuholen, als es noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre. Der Neubau wird 5 Jahre dauern, inklusive Prüfungen, Planungs- und Genehmigungsverfahren. Deutschland 2022, ein träges Bürokratiemonster. Das alles zusammen ist schon
eine erhebliche Gefährdung, glaube ich, für den gesamten Wohlstand unseres Landes. Jetzt nicht nur, also die Brücke hier in Lüdenscheid kann man sicherlich auch als ein Stück Symbolkraft nehmen für den Zustand der Infrastruktur in ganz vielen Teilen dieses Landes. Wir werden alle Anstrengungen unternehmen müssen, unsere Infrastruktur auszubauen und auch auf den neuesten Stand zu bringen. Kommt das deutsche Wohlstandsmodell an sein Ende oder gelingt in der Krise die Erneuerung des Landes? Oktober 22, Wirtschaftsminister Habeck empfängt den Industrieminister aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Der erste Container mit blauem Wasserstoff aus dem Golfstaat ist eingetroffen, aus fossilem Erdgas gewonnen. Ein klimaschädlicher Kompromiss, der grüne Vizekanzler geht ihn ein. Wir machen etwas in wenigen Jahren, was sowas wie eine Neugründung der deutschen wirtschaftlichen Kraft ist. Das ist von Experten wird das manchmal verglichen mit der Aufbauphase nach dem Zweiten Weltkrieg, aber da war halt alles kaputt. Was in vielen Jahrzehnten versäumt wurde, muss in kurzer Zeit nachgeholt werden. Die Frage ist heute, wie viel können wir an Wohlstand aufrechterhalten, wie viel müssen wir aufrechterhalten für unsere Demokratie, für unsere Grundwerte und wie wir das hinkriegen ohne ökologische Zerstörung. Es gibt in unserem Land aber auch viele, die gar nicht so viel haben. Und ich glaube, da kommt es darauf an, diese Menschen auch zu stärken, mitzunehmen. Denen müssen wir auch ein neues Wohlstandsversprechen geben. Ich bin überhaupt nicht optimistisch, aber ich habe Hoffnung. Also wenn Sie so wollen, Hoffnung ohne jeden Optimismus. Deutschland wird sich verändern. Aber wie? Wir können uns auch einmal eine gewisse Zeit des Rückgangs unseres Wohlstandes leisten. Was das mit uns als Gesellschaft macht, ist ein, ja, fast schon ein Experiment. Ich denke, dass es diesen Winter noch gar nicht so das Problem wird. Ich denke, schwierig wird es erst so den nächsten Winter. Unsere Kinder, wenn ich auch meine Enkelkinder beobachte, die lernen damit umzugehen. Genau wie wir nach dem Krieg gelernt haben, mit dem Aufbau umzugehen. Es geht jetzt um den Aufbruch in eine ungewisse Zeit. Das deutsche, wenn man so sagen will, Geschäftsmodell verändert sich und das erfordert ein neues Denken von uns. Ich befürchte schon, dass es uns jetzt ziemlich in der Welt zurückwirft. Wir werden eine Delle haben, ja. Wie lange die dauert, weiß kein Mensch. Vielleicht ein halbes Jahr, vielleicht zwei Jahre, keine Ahnung. Aber dann bin ich sicher, dass es wieder nach vorwärts geht. Bleibt die Gesellschaft zusammen, auch wenn der Kitt des Wohlstands fehlt? Eigentlich haben wir in den letzten Jahren noch relativ, sind wir doch gut durch die Zeit gekommen. Manchmal zu gut. Und wenn wir mal ein bisschen was abgeben müssen für etwas, wo wir hinterstehen, habe ich das Gefühl, es wäre gut für uns alle. Deutschland ist ein Land, das angesichts einer großen Herausforderung alles dafür getan hat, mit dieser auch fertig zu werden. Und das wird unser Land nicht nur nach vorne bringen, sondern auch verändern. Deutschland. Das ist jetzt ein Land, in dem abends die Lichter ausgehen, um Energie zu sparen. Ein Land, das sich neu erfinden muss. Ein Land im Umbruch.